Noch immer sind die beiden Fohlen auf der Insel aus Mississippis Legende gefangen. Jedoch machte sich der mutige Hengst Sommernacht auf den Weg, um die Fohlen zu retten, da er sich seiner Herde beweisen muss. Wird er es wohl schaffen, die Brücke wiederherzustellen und die Fohlen zur Herde zurückzubringen? Und wird es ihm gelingen, genügend Respekt in der Herde zu erlangen, um aufgenommen zu werden? Sollen wir es bloß schaffen, aufs Festland zurückzukehren? Keine Ahnung. Ich hab's. Wir können uns doch mit dem Stein was wünschen. Ach ja, stimmt. Also, was genau hat Mississippi gesagt? Man muss den Stein irgendwie berühren und dann den Wunsch aussprechen, nicht wahr? Ich glaube schon. Dann lass es uns versuchen. Daraus wird leider nichts. Wer bist denn du, kleines Vieh? Ich bin ein sehr mächtiges Fohlen und wag es ja nicht, dich mit mir anzulegen. Tja, was soll so ein winziges Vieh uns denn schon anhaben? Ich bin mächtiger, als ihr glaubt. Und diesen Stein kriegt ihr nicht! Oh nein, wo ist jetzt dieser Stein? Ich hab euch doch gesagt, dass ich mächtig bin, aber ihr wolltet es mir ja nicht glauben. Aber wir brauchen den Stein, um nach Hause zu kommen. Genau! So werden wir wohl nie nach Hause kommen, ohne den Stein. Gleich müsste ich da sein. Oh nein. Wie sollen sie bloß von dieser Insel runterkommen? Oh
Moment mal, ich hab ne Idee. Da hinten war so ein Haufen Holz. Daraus kann ich eine Brücke bauen. Leute! Sommernacht, was machst du denn hier? Ich bin gekommen, um euch zu retten. Juhu, jetzt können wir wieder nach Hause. Kommt mit! Jetzt nichts wie heim. Und so zogen die drei Pferde nach geglückter Rettung wieder in Richtung der Herde. Die drei Abenteurer kehrten froh in die Herde ein und wurden herzlichst von allen begrüßt. Macht das ja nie wieder. Habt ihr das verstanden? Was habt ihr alles Spannendes erlebt? Hast du dir auch ja keine Erkältung eingefangen, Sommernacht? Was habt ihr denn alles Schönes erlebt? Nice, ein Abenteurer. Sommernacht, ich bin dir so dankbar, dass du die Fohlen gefunden hast. Das hätte doch jeder für seine Herde getan. Herde, also Herren Mitglieder, erinnert ihr euch noch an unsere Abmachung, die wir vor einigen Tagen beschlossen haben? Wie könnten wir das vergessen? Bitte, bitte wird da nicht in die Herde aufgenommen. Bitte nicht! Meiner Meinung nach hat sich Sommernacht tapfer geschlagen, indem er die Fohlen zurückgeholt hat. Er hat seinen Platz in der Herde mehr als verdient. Also, versammeln wir uns! Um ein neues Herdenmitglied zu begrüßen. Die Herde stellte sich auf und die Zeremonie begann. Wir haben uns hier versammelt, um ein neues Pferd in die Herde willkommen zu heißen. Sommernacht, trete vor. Versprichst du, unsere Herde zu beschützen mit deinem Leben und uns immer treu zu bleiben? Ich verspreche es, hoch und heilig. Dann bist du nun ein volles Mitglied dieser Herde. Ich kann es kaum fassen. Dass ihr mich in eure Herde aufgenommen habt. Das ist eine sehr große Ehre für mich und ich werde euch immer treu bleiben. Aber nur weil Sommernacht jetzt in die Herde aufgenommen wurde, traut ihm doch noch nicht jeder. Der soll ja nicht glauben, ich würde ihn jetzt mögen. Der hat mir immer noch meine ganzen Stuten weggeschnappt. Er wird eine Zwist in die Herde bringen.
zwischen den Stutenlinien liegen. Sie werden um ihn kämpfen, bis sie den Frieden zerstören. Aber einige finden es auch sehr toll, dass Sommernacht nun ein festes Mitglied der Herde ist. Oh Sommernacht, für mich bist du ein wahrer Held und wirst das immer bleiben. Weil ich liebe dich, Sommernacht. Stella, ich hätte mir erwartet, dass du so für mich empfindest, aber ich kann nicht. Es tut mir so leid, Stella, aber ich liebe ihn. Ob dieser kleine Satz dem Hengst wohl zum Verhängnis werden wird? Ob er etwas Falsches getan hat? Ob Stella sich vielleicht gegen ihn stellen wird? Und auch gegen andere Stuten? Was wird passieren? Haben kleine Worte große Auswirkungen auf den Frieden der Herde? Ich bin mächtiger, als ihr glaubt! Erinnert ihr euch noch an unsere Makro? Also da, wo wir es... Ich kann es nicht fassen. Ich bin euch so dankbar, dass ich nie wieder aufgenommen wurde. Er wird sicher eine Zwist in die Erden bringen, eine Erde. Ich krieg's nicht hin.